und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute gibt es endlich mal wieder einen Primark Haul, denn ich war sehr groß bei Primark einkaufen und ich dachte mir, ich zeige euch heute meinen ganzen Einkauf bzw. einen Teil davon, denn es wird zwei Videos geben, da es einfach viel zu viel ist und ich würde sagen, wir legen sofort los. Ich habe hier eine riesen Tüte, die ist randvoll mit dem ersten Teil und ich mache das jetzt mal auf und ich würde sagen, stell den Beutel jetzt mal vor mir hier hin, setz mich so hin, damit ich euch das hier zeigen kann und jetzt hole ich die erste Sache raus. Und zwar haben wir zuerst diese schwarze Leggings hier, das ist einfach eine ganz schlichte schwarze Leggings, weil ich einfach eine brauchte und ich habe jetzt die hier genommen. Ich muss sagen, sie ist ein bisschen groß, also ein bisschen schlabberig, also nicht so eng anliegend, aber das geht noch klar. Die hat 6 Euro gekostet und ja, ist einfach eine ganz normale Leggings. Dann darf natürlich bei mir auch kein Beutel fehlen und deswegen habe ich hier diesen coolen Beutel mit diesem Mops drauf. Der ist richtig, richtig süß und ich liebe ja die Hunderasse, deswegen passt das sehr gut zu mir und der ist auch sehr, sehr schön. Und der hat gekostet 4 Euro. Dann habe ich hier das hier und zwar ist das so ein Wattepad-Halter, einfach ein ganz schlichter und der hat 3 Euro gekostet, einfach damit ich meine Wattepads irgendwo aufbewahren kann. Dann habe ich das coole Buch hier und hier steht drauf Let's Taco Bowled. Sieht sehr, sehr cool aus, hat 6 Euro gekostet und das ist ein Planer, also wie so ein, also ein Kalender halt. Und hier drinne ist der halt so aufgebaut und hier sind halt 12 Monate und hier kann man dann eben ja, seinen Monat planen und den kann man anfangen, wann man will, weil das Datum kann man selber reinschreiben. Finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache und da der so cool aussah, habe ich den mal mitgenommen. Dann habe ich mir noch Wuschelsocken geholt und zwar für 2,50 Euro zwei Paar. Die sehen sehr, sehr süß aus, so schlicht auch, aber auf jeden Fall für den Winter gerüstet. Und jetzt muss ich sagen, bevor ich das nächste Produkt zeige, dass so 98% meines Hauls aus Sachen von Lilo und Stitch bestehen, weil wer mittlerweile mich kennt, weiß, dass ich Stitch über alles liebe und bei Primark gab es so unendlich viel von Stitch, aber ich habe natürlich nicht alles geholt, aber so gut wie fast alles. Und hier haben wir schon mal die erste Sache. Und zwar sind das 3 Sockenpaare und die haben gekostet 4 Euro, dreimal mit Stitch-Motiven drauf. Sehr, sehr süß und musste einfach. So, jetzt kommen wir dann zu richtigen Klamotten, Oberteilen, Hosen etc. Und da habe ich zuerst dieses Oberteil hier. Das ist einfach ein ganz schlichtes, graues Oberteil. Das ist auch ein bisschen länger hinten, weil ich das dann mit einer Leggings anziehen kann und ja, so sieht das aus, ganz schlicht einfach und das hat gekostet 13 Euro. Dann kommen wir zu einem Crop Pullover und zwar ist der auch von Stitch, ich brauche es nicht mehr dazu sagen, ihr seht es ja dann, und zwar sieht er einfach so aus, ganz einfach und der ist sehr, sehr süß und hier stand kein Preis dran und der hing auch einsam und verlassen an den ganzen Ständer und sie hat dann die ganze Zeit an der Kasse geguckt und schlussendlich hat er nur 1 Euro gekostet, weil sie hat den Preis irgendwie nicht gefunden. Deswegen ja, hat er nur 1 Euro gekostet und das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Dann kommen wir zu dem nächsten Pullover und der sieht so hier aus, hat dunkelblaue Arme und ja, man sieht ja, was drauf ist. Sehr, 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 sehr cool. Also wie gesagt, 99% oder 98% dieses Hauls besteht nur aus Stitch-Sachen. Das werdet ihr gleich noch merken. Und ja, das ist einfach ein ganz normaler Pullover. Und der hat gekostet 12 Euro. Dann kommen wir zu dem nächsten Pullover. Und hier weiß ich gar nicht eigentlich, manche Sachen waren eher so wie so Schlafzeug und oder Sportsachen. Darunter lag es, aber manche Pullover kann ich auch einfach so ganz normal anziehen. Und zwar haben wir hier diesen, den ich so unfassbar süß finde. Ich meine, dieses Bild ist einfach schon so richtig süß. Und ja, so sieht er aus. Einfach ganz, ja, ganz einfach.
Und ja, der hat 10 Euro gekostet, finde ich sehr, sehr cool. Dann kommen wir zu einem T-Shirt und zwar steht ja Weihnachten auch langsam bevor, so. Und da habe ich mir so ein cooles Weihnachts-T-Shirt geholt, wo einfach eine Weihnachtsmütze drauf ist, Zuckerstangen, ein Tannenbaum, Geschenke, mega cool. Sieht so hier aus und hat, glaube ich, auch nur 3 Euro gekostet. Ja, 3 Euro, sehr, sehr cool. Kann man auf jeden Fall zu Weihnachten dann anziehen. Dann habe ich mir noch ein Nachthemd geholt. Sowas ziehe ich eigentlich eher nicht an, aber es war von Stitch. Deswegen habe ich gedacht, im Sommer kann ich das dann doch anziehen. Und zwar sieht das so hier aus. Ja, ist einfach grau. Vorne geht so bis zu den Knien und sieht sehr, sehr schlicht aus. Finde ich jedenfalls. Und das hat gekostet 7 Euro. Dann habe ich mir noch ein ganz einfaches graues Top geholt, einfach zum Drunterziehen. Und ich habe jetzt auch gerade so eins drunter. Und ja, die sind einfach ganz einfach gehalten und die kosten auch nur 2,30 Euro. Dann habe ich noch einen Schlafanzug und zwar, von was auch sonst, ich brauche es nicht mehr dazu sagen. Und zwar ist das ein T-Shirt und eine lange Hose. Das T-Shirt sieht so aus. Ich habe es jetzt noch zusammengelassen. Die Hose sieht so aus. Ich werde euch das kleine Bild mal kurz hier einblenden. Und der hat gekostet, weiß ich gar nicht, hier, 13 Euro hat er gekostet. Sehr, sehr süß und es ist eh gerade kalt, also. Dann habe ich mir noch Jogginghosen geholt oder Schlafhosen, was auch immer, für zu Hause Hosen. Und zwar sind die, muss ich sagen, sehr, sehr groß. Also ich habe mich da ein bisschen bei der Größe verschätzt, weil ich kaufe meistens immer ein bisschen größer bei Primark. Aber die Hosen, naja, die sind wirklich sehr, sehr groß. Aber egal, auf jeden Fall ist das auch von Disney. Auf jeden Fall ist das diese blaue Hose. Ich mochte die Farbe sehr, sehr gerne. Und hier ist das hier drauf. Ich habe leider vergessen, welcher Disney-Film das ist. Tut mir leid. Könnt ihr mir das bitte sagen? Oder korrigiert mich, keine Ahnung. Steht halt auch nicht dran. Da gab es auch das passende Oberteil dazu, aber das brauchte ich nun mal nicht. Und ja, auf jeden Fall ist das diese blaue Hose hier. Dann kommen wir zu der nächsten Hose. Und zwar ist das passend zu dem ein Stitch Pullover, die passende Hose dazu. Und die sieht so aus, in derselben Farbe. Hier ist noch Stitch drauf, auch ganz normal und mit einem Bund. Und achso, die blaue Hose hat übrigens gekostet 10 Euro. Und die hat auch 10 Euro gekostet. Und dann kommen wir schon zu der letzten Sache von diesem Teil hier. Und zwar ist es einfach ein ganz normaler Schal, denn ich wollte mal welche von mir ausmisten. Und dann habe ich gedacht, für 5 Euro kann ich mir hier auf jeden Fall mal einen neuen holen. Und der sieht so hier aus, finde ich sehr, sehr schön. Und passt auch zu allem, deswegen den. Und ja, jetzt ist mein Beutel erstmal leer für den ersten Teil. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, ihr lasst meinen Daumen nach oben da, wenn es euch denn gefallen hat. Meine Social Media Seiten findet ihr wie immer in der Infobox. Und da würde ich sagen, hoffe ich konnte euch mit meinem Primark Haul inspirieren. Keine Ahnung, ich weiß, es sind nur Stitch Sachen meistens, aber ja, sorry. Aber ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich nächste Woche zu meinem nächsten Video, zu meinem neuen Video, wie auch immer. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und sagt tschüss!